Ah, jetzt, perfekt. Da ist der Wolf, den holen wir uns dann und warte mal jetzt. Muss ich kurz was gucken. Nee, 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 chill. Ja, okay, da oben sind noch ein paar und einer ist hier. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nach oben. Ups. Ob Prinzessin, genau. Ob Prinz Rales hier vorbeigekommen ist? Also, diese ist die einzige Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Mhm. Oh, die bewegen sich aber alle. Wenn wir zu viele Kräfte für den Suchtrupp abzweigen, ist der Bewachung der Höhle nicht mehr gesichert. Jo. Oh, warte mal. Komme ich jetzt in die Mitte, ohne dass ich da weggeströmt werde? Ja. Nummer eins. Oh. Hilfe. Ah, nee. Perfekt. Okay, wie geht's weiter? Entweder links oder rechts. Ich muss irgendwo hochkommen. Man nennt nur sich warpen. Der Tunnel zu den Schneebergen scheint noch zugefroren zu sein. Wird wohl noch eine Weile passierbar sein. Und jetzt kommen wir nach oben, okay. Genau. Mhm. Dann gehen wir jetzt hier lang. Aber auch nicht. Dann gehen wir hier lang. Jawohl. Oh, hier ist eine Kiste. Aber ich habe kein Geld mehr. Kein Platz mehr. Gut, da unten ist noch ein Käferchen. So, dann ist noch da oben einer. Hier komme ich jetzt nicht weiter, ne? Nö. Hier komme ich auch nicht mehr hoch, wow. Ja, die Käfer ist noch eine Etage höher. Muss ich doch eigentlich hier lang? Nee. Ja. Ja, perfekt. Warte, jetzt muss ich, glaube ich, hier runter, oder? Ich bin mir so unsicher gerade. Ja, genau, das war richtig. Ja, also. Hab ich dich. Jetzt können wir hier die Treppe nehmen. Oder auch nicht.
Das fand ich jetzt gerade irgendwie lustig. Ups. Kannst du mich nochmal hallo? Hallo? Ah, Digga, dann warp mich. Dann warp mich da hoch. Angeblich ist hier einer. Käfer! Nein! Nein! Hab ich dich. Genau, jetzt lassen wir uns treiben. Bis Schloss Hyrule. Ja. Ja, perfekt. Na, sind wir hier? Jetzt müssen wir gleich nach rechts. Oder? Ja, hier lang. Nee, warte mal. Stopp. Na komm, geh da hoch. Da müssen wir nämlich hin. Kannst du, ey, komm jetzt, ob du da nicht hoch kannst. Okay. Alter, der Sound ist gerade richtig cracked. Das laggt doch ein bisschen. Eigentlich sollte es hier nicht laggen. Naja, was soll's. Und den hauen wir auch nochmal weg. Jetzt gehen wir natürlich zum Schloss. Da oben ist der goldene Wolf, aber den können wir nur als Menschen, ne? Ein Wolf kann schwer eine Schwertattacke lernen. Ach komm, echt jetzt. Wieder diese Assis. Was wollen die denn? Immer noch drei. Eins, zwei, drei. Warte mal, vielleicht kann ich alle auf einmal besiegen. Komm mal her. Ja, kommt mal her. Oh, jetzt bin ich gegen den Zaun gekommen. Ist aber nicht schlimm, es hat geklappt. Genau, jetzt müssen wir hier runter. Du kannst fragen, wo die Karte ist. Mal hier lang, dann gehen wir gleich nach rechts und dann ist auch schon da der Käfer. Aber dann fehlt uns noch einer. Ja, hier müssen wir hin. Au. Das ging echt ziemlich easy. Perfekt. Haben wir dich. Wo geht's jetzt weiter? Nanu? Seltsam. Da fehlen aber noch welche. Wo ist der restliche Strahlentau?
Was? Da ist er. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Jo. Ich auch nicht. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das ist aber ein großer Käfer. Oh, ich liebe Gewitter. So, aber was ist hier los? Oh, so ein kleiner Käferbosskampf. Nix. Oh, süß. Oh, ein dicker Käfer. Wir beißen ihn erstmal schön im Bauch. Wow, 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 wow. Aua. Ah, das war dumm. Und nochmal schön in den Bauch rein. Oh, schon ausgewichen. Komm runter. Oh nee. Und nochmal schön rein da in die Suppe. Und jetzt hauen wir ihn komplett weg. Weg ist er. Jetzt kommt gleich einer der heftigsten Cutscenes überhaupt in dem Spiel. Du hast das Siegel des Lichts gefüllt, das Licht kehrt zurück zu diesem Gebiet. Und jetzt besorgst du mir den letzten Schattenkristall. Man sieht sich. Ey, wir haben gleich 0 Uhr. Mein Name ist Ranelle. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeisternheime wieder zum Leben erweckt werden. Nun, Auserwählter. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Sees. Nur eins darfst du niemals vergessen. Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt und den Zugriff Sterblicher entzogen.
Einst stiegen die Göttinnen auf die wüste Erde hinab und erst durch ihr Wirken entstanden Leben und Ordnung in Hyrule. Sodann verteilten die Göttinnen die Macht gerecht unter den Lebewesen. Diese Welt kehrte zurück in den Himmel. Die Orte aber, an denen die Göttinnen auf die Erde Hyrule hinabgestiegen waren, galten vorhin als heiliges Land. Lange Zeit lebten weiße Völker in Frieden und Wohlstand auf der Erde. Doch schließlich entbrannte bittere Kämpfe um die Herrschaft über die heiligen Städte Hyrules. Einige entdeckten die Kraft der Magie, lernten diese zu eigenem Vorteil einzusetzen. Und versuchten mit ihrer Hilfe der Kontrolle über die heiligen Städte zu erlangen. Schließlich schickte die Göttinnen Hyrules unzählige Geister auf die Erde hinab. Und es gelang uns, die starke Magie zu bannen, der sich jene bändigt hatte. Bedient hatten. Der Urquell dieser Magie jedoch ist jene dunkle Macht der Schattenkristall. Darum sei bereit, Auserwählter. Derjenige, der nichts von den Gefahren weiß, die seine Kraft entwohnt, wird am Ende selbst von ihr beherrscht. Das, Auserwählter, vergiss niemals. Die Macht, nach der du suchst, befindet sich in Seeschreien am Grunde des Hyrulesees. Perfekt. Einer der heftigsten Cutscenes finde ich in Zelda-Spielen. Das ist nämlich sehr krass gemacht. Gibt's hier noch was? Ja, selbst wenn nicht, komme da eh nicht hin. So, wir sind wieder ein Mensch. Aber erstmal warpen kann ich, glaube ich, noch nicht. Muss alles zu Fuß machen. So. Ah, die schöne Hylia-Musik. So, ich werde jetzt erstmal zum Kanonentyp gehen. Und das Wasser ist ja auch wieder da, das ist sehr schön. So. Na, Kollege. Was? Die Zoras leben also noch. Hab schon gedacht, die wären mit dem See zusammen ausgetrocknet. Naja, hast du eigentlich schon gehört, dass es aufgrund dieses Sees ein Schreien gibt? Die machen einen Wind darum, ich weiß nicht, was die da treiben, würd's aber gern wissen. Wie kann man nur so ein Schrein auch nur so tief unter Wasser bauen? Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Du hättest keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Hättest es nicht besser abpassen können. Mit meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service, fast ohne Wartezeit. Und du kannst ihn für 10 Rubine ausprobieren. Ah, willst du einen Flug wagen? Ja.
Boah, das überspringe ich mal. Perfekt, jetzt bin ich hier oben. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Zora-Königin hatte dich doch um etwas gebeten, oder? Du weißt schon, du wolltest doch den Prinzen finden, der auf dem Weg nach Schloss Eibel verloren gegangen ist. Und sie hat doch gesagt, wenn du ihm helfen würdest, vielleicht sieht ihr irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schatzkristall ist auf dem Grund des Julia-Sees und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht nützlich sein, oder? Ja, so ziemlich, weil ich kann da nicht runter als normaler Mensch. So, ich hole mir jetzt erstmal ein Herzteil. Hallo, Herr Reinschmeißer, willkommen in Dumnus Hühnerflugstation. Bist du bereit für einen Irrenflug mit verrückten Hühnern, voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's, mein großer Freund? Also dann einmal hier, Schatz, das kostet 20 Rubine. Vielen, vielen Dank. Also schnappt ihr einen Huhn und ab die Post. Okay, ich nehme dieses braune Huhn hier, weil es cool aussieht. Es will nicht zu mir. Dann nehme ich das hier oder das hier. Ich will irgendeinen Huhn. Hey, hab ich dich. So. Die Rubine sind mir so ziemlich egal. Ich möchte nur da diesen Schatz haben. So. Das auf der bewegenden Plattform ist natürlich das Herzteil. Also müssen wir es irgendwie da drauf schaffen. Aber ich bin nicht umsonst Flugmeister. Wie man sieht. Ich dachte, es gibt ein Herzteil. Ach komm, jetzt kann ich das nicht mitnehmen, weil ich sonst kein Geld... Ach komm, jetzt. Egal, nicht schlimm, Leute. Ich habe noch einen Trick auf Lager, und zwar den hier. So könnt ihr euch jede Kiste holen. Ah, perfekt. War da nirgendwo ein Herzteil drinne? Doch, eins da drunter. Ja, okay. Aber ist ja nicht schlimm. So, gehen wir noch eins runter. Die Kiste nehme ich auch noch mit. 50er oder 20er? Ein Profi. Passt leider auch nicht. Schon scheiße. Mit AI. Scheiße. Den kann ich mitnehmen. Und den hier. Okay. Jetzt habe ich genauso viel, wie ich angefangen habe. Das ist ein bisschen lost. Aber es hat sich ja gelohnt. Es war ja für ein Herzteil. Von daher passt das. So. Hier, ich habe noch was für die Reparatur. Das ist besser abpassen. Ja. Okay. Ja. Reparatur. Was? Du hast deine eigene Kanone? Nö. Achso. Nee, okay. Dann gehen wir jetzt einfach da hoch und machen unser Ding. Perfekt. Das ist echt eine geile Abkürzung, finde ich. Natürlich wissen wir ja, wo das Kind sich aufhält. So. Ebene von Hyrule. Ich brauche mein Pferd. Boah, es leckt. Warum leckt das so? Das war gerade mega am Lecken. Kann man gar nicht keine Bomben mehr finden in einem Game? Scheint nicht so. Okay, der ist weg. Okay, da kann ich auch noch nicht hin. Da ist vermutlich auch eine Rubine drin. So ist es. Boah, was in den ganzen Zeit, wo ich selbst spiele, hatte ich noch keinen Fünfer gefunden. So, Geldbörse ist voll. Geldbörse.
Oh, es scheint Abend zu werden. Ah, hier kann ich ein bisschen rumflöten. Boah, ich muss hier weg. Diese Ebene leckt. Ich habe keine Ahnung, warum. So, da ich kein, habe ich noch Bomben? 14. Oh, bitteschön. Was ist hier so? Nur eine weitere Verbindung, ne? Ja. So ist es. Da. Oh, ich hoffe, die Steine kann ich wegmachen. Perfekt. So. Ich hol's doch die okkulte Kunst. Kunst. Ja, warum leckt das denn hier so? Ich hab keine Ahnung, dass so leckt. So, ich hol mir noch die okkulte Kunst und dann spielen wir das nächste Mal weiter. So. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengung ist etwas Leben nach Hyrule zurückgekehrt, aber noch ist es zu früh, um sich auszuruhen. Bist du bereit für die weitere Kunst zu erlernen, für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Also gut. Aber zuvor zeig mir die Schildattacke, die du das letzte Mal gelernt hast. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zur eigenen gemacht. Also dann die dritte okkulte Kunst. Der Rundumhieb. Bei Gegnern, die nicht nur ein Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kannst du mit der Schildattacke nichts ausrichten. Häufig schätzen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, nicht ihre Rücken. Visiere mich mit L an, halte links, rechts gedrückt und springe mit A. Das nennt man Rundumhieb. Versuche nun, einen solchen Hieb auszuführen. Okay. Deine Körperbeherrschung ist gut, aber denk immer an die Richtung und Zeitpunkt, im Sprung den Hieb auszuführen. Damit hast du die dritte okkulte Kunst erlernt, den Rundumhieb. Yeah. Nun gibt es noch 4 okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich mit dem Schwertkampf, nur so wirst du die okkulte Kunst tatsächlich jeweils dann. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen. So.